Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von fachwirtblog.de. Heute sehen wir uns einmal an, was genau eine Abschreibung ist. Bei einer Abschreibung erfolgt eine Wertaufteilung und man verteilt den Wert der materiellen oder immateriellen Gegenstände auf die Zeit der Nutzungsdauer. Für die planmäßige Abschreibung sind die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen. Eine Abschreibung kann nur auf abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens erfolgen. Das Wirtschaftsgut muss einer tatsächlichen Abnutzung unterliegen. Es wird eingesetzt, damit ein Einkommen erzielt werden kann. Die Nutzungsdauer beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Bei der Bewertung von abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens schreiben das Handelsgesetzbuch und das Steuerrecht Folgendes vor. Das Handelsrecht hat das im Handelsgesetzbuch geregelt im § 253 Absatz 1. Demnach werden die Anschaffungs- oder Herstellkosten um die Abschreibungen gemindert. Im Steuerrecht ist das Ganze im Einkommensteuergesetz zu finden im § Nummer 6 Absatz 1. Die Anschaffungs- oder Herstellkosten oder dem an deren Stelle tretender Wert minus die Abschreibungen minus die erhöhten Absetzungen minus die Sonderabschreibungen minus die Abzüge nach § 6b oder ähnliche Abzüge. Wo ist die Nutzungsdauer für die Wirtschaftsgüter festgelegt? Das Bundesministerium für Finanzen stellt die amtlichen Abschreibungstabellen zur Verfügung. Diese sind nach Wirtschaftszweigen gegliedert und sind Voraussetzung für die Schätzung der Wirtschaftsprüfer zur Nutzungsdauer der jeweiligen Wirtschaftsgüter. Die Nutzungsdauer für die Wirtschaftsgüter, Besonderheiten im Handelsrecht. Nach dem Handelsgesetzbuch, kurz HGB, ist eine Nutzungsdauer in Höhe von Minimum 25% je Geschäftsjahr für folgende Wirtschaftsgüter festgeschrieben. Nach § 282 HGB die aktivierten Aufwendungen für Ingangsetzung und oder Erweiterung des Geschäftsbetriebes. Nach § 255 Absatz 4 HGB trifft die Regelung auch für aktivierte, erworbene Geschäfts- und Firmenwerte zu. Die Besonderheit im Steuerrecht. Im Steuerrecht gibt es ebenfalls bestimmte Festsetzungen für die Dauer der Nutzung. Nach § 7 Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes gilt für entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte eine Nutzungsdauer von 15 Jahren. Hier stimmen Handels- und Steuerrecht überein. Bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, wie zum Beispiel Gebäuden oder selbstständigen Gebäudeteilen, ist keine Nutzungsdauer vorgeschrieben. In diesem Fall greifen die gesetzlichen Abschreibungssätze nach § 7 Absatz 4 und 5 aus dem Einkommensteuergesetz. Der sogenannte Investitionsabzugsbetrag ist der Nachfolger der alten Ansparabschreibungen. In der Regel eignet sie sich für kleinere und mittlere Unternehmen. Es können maximal 20% der um den Abzugsbetrag verminderten Anschaffungskosten als Sonderabschreibung geltend gemacht werden. Der Investitionsabzugsbetrag eignet sich für bewegliche und abnutzbare Wirtschaftsgüter, egal ob sie neu oder gebraucht sind. Für die Investitionsabschreibung reicht die Benennung der Funktion des Wirtschaftsgutes aus. Es ist unbedingt notwendig, dass die geplante Höhe der Investition genannt wird. Wenn die Investitionsfrist von 3 Jahren ohne tatsächliche Investition verstreicht, muss eine rückwirkende Auflösung des Abzugsbetrages durchgeführt werden. Wann kann eine Sonderabschreibung vorgenommen werden? Eine Sonderabschreibung ist möglich, wenn es sich um ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens handelt, welches im Anschaffungs- oder Herstellungsjahr zu mindestens 90% betrieblich genutzt werden konnte. Weiterhin ist es notwendig, dass das Wirtschaftsgut mindestens 1 Jahr in einer inländischen Betriebsstätte verbleibt.
In diesem Fall kann neben der regulären Abschreibung auch eine Sonderabschreibung von bis zu 20% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch genommen werden. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was über das Thema Abschreibungen erzählen. Weitere Informationen rund um das Rechnungswesen und auch rund um die Weiterbildung zum Fachwirt finden Sie hier im Kanal und auf fachwirtblog.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.